falls der Berliner gewählt worden ist, so, wie sieht es denn aus? Da haben wir ja immer noch keinen Friedensvertrag. Ja. Also zunächst erstmal macht die Wahlkommission nur die Rechtsstellung, damit man wählen kann. Wenn der Verweser gewählt ist, tut derjenige erstmal die Währung bestimmen, die Außengrenzen seines Verwaltungsbezirks festlegen, weil nicht jeder ist ein Reichsverweser. Gibt ja auch die lokalen Verweser. So, der bestimmt das Gebiet und der setzt die Amtleute ein und die machen die Einbürgerung, weil die BRD konnte niemand einbürgern, die DDR konnte auch niemand einbürgern. Die haben deswegen der DDR Personalausweise ausgestellt, in der Bundesrepublik Reisepässe und Bundespersonalausweise, Gummiausweise. Aber der Verweser würde dann dem Amtmann anweisen, in bestimmten Bevölkerungsgruppen oder bestimmte Personen im Einzelfallentscheidung einzubürgern. So, und danach kann, wenn das erstmal organisiert ist und das öffentliche Leben normal weitergegangen ist, dann würde man die Friedensverhandlung aufnehmen können. Aber die Friedensverhandlung kann nur der Reichsverweser machen und der muss direkt vom Volk gewählt werden. Also das kann auch keiner von Sachsen machen. Meiner Ansicht nach kann die Sachsen in Frieden schließen, der aufgrund der Verordnung über die Auflassung nur der Reichsverweser machen. Der Reichsverweser, der direkt vom Volk gewählt ist, der wäre direkter Ersatzmann für den Kaiser. Der durfte den Friedensvertrag schließen. Weil Max von Baden hat ja in Frankreich im Prinzip ich habe aber jetzt runtergeleierte Bilder, es muss gehen. So, wenn jetzt... 10 Minuten habt ihr im Chat, bis er rausfliegt. Also alle 10 Minuten mal unten auf die Smiles klicken. Braucht bloß mal hier auf die Smiles klicken und dann... Oder 12 Doppelpunkt eingeben. Ja? Für die im Chat sind. Beim YouTube-Chat, oder wir machen es so, dass wir den anderen Chat nicht nutzen. Also den von Kreiser Radio, wir nutzen nur den von YouTube. Könnte man machen, aber manche haben eben da keinen Account und das ist eben auch ein bisschen schwierig. Ja. Gut, okay. Also, der Friedensvertrag wurde dann von dem Reichsverweser gemacht, weil der wäre direkter Ersatzmann von Kaiser. Ne? Ja, wenn der Reichsverweser da wäre, können die dann Deutschland nicht wieder besetzen? Normalerweise ist ja so, dass der Reichsverweser wurde nur aktiv, wenn der Kaiser krank war oder verhindert war. Ne? Und in Deutschland war es aber so, dass bis zum letzten Tag, wo der Kaiser überhaupt noch was zu tun hatte, er selber im Amt war, weil er hat am 27.10., das war sein letzter Amtstag, selber noch eine Verfügung gemacht. Das heißt, der eigentliche Reichsverweser ist nicht tätig geworden. Während am 28. Putsch passiert ist. Denn der Max von Baden ist nicht durch die Verweserwahl an die Macht gekommen, sondern hat sich einfach selbst ermächtigt. Ja, das liegt an euren DSL-Leitungen. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt einen neuen Verweser wählen, der muss direkt vom Volk gewählt werden, der kann im Prinzip den Kaiser ersetzen und der kann die Friedensverhandlung machen. So. Im Prinzip gibt es nicht zu viel zu verhandeln, weil wenn man jetzt die wirklichen Reparationen über 100 Jahre Krieg, man muss es ja so sagen, von jedem Land einziehen würden, würden alle eine viel schlimmere Krise erleben, als es die Euro-Krise wäre. Und deswegen, ich habe mal überschlagen, wenn jedes der 10 Länder ein Zehntel der Reparationskosten aufbringt, weil jeder von denen hätte ja auch mit uns schon einmal einen Friedensvertrag machen können. Na, sie haben ja alle bis auf die letzte Minute gewartet. Dann würden die Schuldverhältnisse immer noch so sein, dass es besser laufen würde als bei der Euro-Krise. Und das ist meiner Ansicht nach die beste Lösung, weil die Schuldenländer haben ja alle über 70% Abgaben, versteckte Abgaben. In der Bundesrepublik sind es 82%. Also das Matroschka-Prinzip der Steuern. Ne? Also die Schraube hat Steuern, die Baugruppe hat Steuern, das ganze Gerät hat Steuern, der Verkauf hat Steuern und so weiter. Und am Ende bezahlst du 82% Steuern, wenn du irgendwas was kaufst. Ne? Und das ist ja nicht normal. Und der Kaiser hatte zwischen 4 und glaube ich, 16% oder 20%, war so die Schranke. Aber da kommt man wirklich nur rein, wenn man superreich ist. Ne? Das einfache Volk hat überhaupt nichts bezahlt. So, und trotzdem war es die stärkste Volkswirtschaft. Also wird sich irgendeine Regelung finden müssen, wie die Feinstaaten im Prinzip zu ihren Reparationen kommen, weil bezahlt werden muss es. Ne? Weil der Kaiser hat den Krieg nicht angefangen, der hat noch seine Bündnisverpflichtung erfüllt und der NATO macht seit 100 Jahren nicht anders, man muss es mal so sagen. Ne? Und die hat noch nie einer abgezockt. Achso, noch was mir gerade einfällt, nochmal der Geiger, der hatte doch gesagt Nachkommen, wie Enkel oder sowas, ne?
Naja, das so. Problem ist jetzt... Könnten die nicht direkt die Nachfolge antreten? Naja, das Problem ist, der Ersatzmann von Kaiser muss direkt, direkt gewählter Verweser sein. Weil ich würde auch mich nicht wieder auf den Adel einlassen, weil der Adel hatte 100 Jahre Zeit, um das Volk sozusagen aus der Not zu befreien. Die hätten es einfach nur machen brauchen. Also die Wettiner oder die Hohenzollern hätten einfach nur sagen wollen, wir haben jetzt genug von BRD, wir wollen jetzt wieder unseren kaiserlichen Staat zurück. Und warum haben sie es nicht gemacht? Naja, weil sie Geld gekriegt haben. So. Und das ist genauso ein Verrat, wie das die Politiker im Bundestag machen. So sehe ich das. Und die haben sich selber ins Ausgeschossen. Also die brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Verweser, der ein Konzept hat, was funktioniert. Und wo alle sagen können, ja, es wird zwar jetzt der Vereinige ein hartes Brot, aber die hatten ja 100 Jahre nur abgeschöpft hier. Die haben ja 100 Jahre das ganze Volk mit Füßen getreten und irgendwann knallt es halt. Ja. Und ja, ja. Wenn man das so sieht, wie die jetzigen Entwicklungen jetzt laufen, kommt es früher oder später zu einer gewaltsamen Ausschreitung. Also ich habe ja immer gesagt, die Schlafschafe werden die schlimmsten Schlechter sein. Also weil die sind im Prinzip mit Macht und Eigentum groß geworden. Ja? Und wenn das plötzlich alles nicht mehr da ist und wenn die Märkte sind jahrelang nur verheizt worden und wir hätten eigentlich friedlich miteinander zusammenleben können und keiner will mit denen mehr was zu tun haben, weil sie eben in irgendwelchen Parteien waren und sich um das einfache Volk nicht geschert haben, das wären die schlimmsten Schlechter und die wären für uns das größte Problem, weil wie willst du denen denn erklären, dass sie die Waffen liegen lassen sollen und dass die Leute, die uns geschnickt haben, einfach nur in normale Arbeitsabläufe einweisen müssen. Kartoffeln lesen, was weiß ich, ja, Feldarbeit oder, ja, gibt genug praktische Arbeiten, ne? Das reicht ja, die sollen ihren Anteil mitbringen, dass dieser ganze Misthaufen abgearbeitet werden kann, der die letzten 100 Jahre entstanden ist. Das ist meine persönliche Sicht. Weil, wenn du sie ganz wegschneidest und wegsperrst, hast du eine neue Revolution innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ja, das bringt uns allen nicht. Die sollen ihren Teil bringen, aber sollen eben auf dem Niveau leben müssen, wie wir 100 Jahre gelebt haben. Und uns soll es dann mal so gehen, wie es uns gegangen wäre, wenn der Kaiser an der Macht geblieben wäre. Das wäre gerecht. Ne? Dann muss das irgendwann, wird ja die Gesamtwirtschaftskraft steigen und dann wird sich das auch wieder ausgleichen und normalisieren. Und ich hoffe mal, dass diese 1000 Jahre Friedensreich bald mal kommen, die uns ja schon 1000 Jahre lang versprochen worden sind. Aber möglich ist es, wenn das Schuldgeldsystem, wie es heute besteht, abgeschafft wird. Weil das Schuldgeld und der Zins ist die eigentliche Ursache aller Kriege und aller Not. Wir haben genug zu verteilen, aber es ist eben ungerecht verteilt. Ne? Wir produzieren und hauen es in eine Mülltonne und das ganze Afrika und die kleinen Länder, die bräuchten nur den Überfluss. Da wären die schon zufrieden. Ne? Was wir weghauen, damit wären die zufrieden. Ist einfach nur schlecht verteilt. Weil alles, was dort entsteht, gemacht wird, aus den Ländern abgeschöpft wird. Und wenn dort eine gewisse Gerechtigkeit reinkommt, wenn wir meinetwegen 10% weniger weghauen müssten, weil es besser verteilt wäre, könnten wir trotzdem noch so leben, wie wir heute leben, aber in den anderen Ländern würde ein Wohlstand ausbrechen. Ja, und das muss einfach nur gerecht verteilt werden. Auch die ganze Wasserversorgung so. Es ist nicht normal, dass wir hier 6 bis 10 Euro pro Kubikmeter Wasser bezahlen. Das ist Wahnsinn, solche Kosten. Ne? Da kommt jedes Mal, wenn es regnet, gehen wir die Kosten hinzu, weil wir haben ja eine Regensteuer. Solchen Mist hat der Kaiser nicht bestellt. Genauso GEZ. Die GEZ hat der Kaiser nicht bestellt. Und solange wie die HLKU wirkt, haben wir das Recht einzufordern, was beim Inkrafttreten der HLKU gegolten hat. Und zwar vom Ersten Weltkrieg an. Weil der Erste Weltkrieg ist nicht beendet worden, weil das Gesetz über die Auflassung es jeden Notstandsleiter untersagt, einen Friedensvertrag zu schließen. Das ist einfach nur das, was wir machen müssen. Also wir müssen den Verweser wählen, direkt vom Volk, und der muss einen Friedensvertrag machen, ohne alle Länder totzuschlagen. Sondern er muss denen eben sagen, ihr habt jetzt so und so viel Prozent eures Wirtschafts, was übrig ist an eurem Gewinn, habt ihr abzuführen. Und ansonsten habt ihr ein ähnliches Steuersystem einzuführen wie bei uns. Das eben weniger ist, wie ihr damals habt. Dann fahrt ihr immer noch besser, als wenn ihr bei der EU in die Schuldenkrise kommt. So. Und das muss jedem Land klar sein. So. Und wer Krieg führt, hat es mit allen ein Problem.
So, weil anders kannst du mit den Kaukasusvölkern nicht umgehen. Ja? Sobald die sich wieder erheben und wieder hier Zionismus machen wollen, musst du eben dort mal reinhauen. Ein für alle Mal. Bis Frieden ist. Ja? Und das muss man auch den sogenannten Zopfträgern mal sagen. Das ist nun mal reicht nach 100 Jahren. Ja, gut. Was haben wir noch? Gut, alles klar. Na dann gehen wir das Telefon mal in die Runde und dann kann der Nächste anrufen. Ja. Gut, alles gesagt. Alles Gute, ne? Hm? Ja, tschüss. Ciao. Ja, blauer Reisepass sehe ich gerade. Ja, also ich habe heute mal ein paar Bilder gekriegt von dem neuen blauen Reisepass. Also es ist im Prinzip ein Behelf, aber ihr müsst wissen, was hier mit dem Ding los ist. Und zwar, ihr habt bestimmt schon mal im Internet was gesehen über den sogenannten Hutenplan. Das ist also ein von einem Zionisten entwickelter Plan, um die Wirtschaftskraft des deutschen Volkes durch Populationstod zu beseitigen. Ja? Also da gibt es so ein schönes mathematisches Modell, Fibonacci-Zahlen. Ne? Und das Fibonacci-Prinzip auf Volk angewendet, führt im Prinzip zu den Hutenplan, also sozusagen die Ausrottung des deutschen Volkes über Generationen hinweg. Das ist ein zionistischer Ami, der diesen Plan gemacht hat. Da hieß Nuden, Hut, H-O-O, Huten, H-O-T-O-N, Huten. Ja, genau. Und das ist das, was die Frau Merkel macht, weil sie dadurch, dass sie bei Neibrit ist, also eine zionistische Glaubensorganisation, man könnte sagen, eine satanische Kirche, auch hohe Auszeichnungen von diesem Verein hat und will diesen Hutenplan eben hier durchziehen. Und das ist völkerrechtswidrig, verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen das Grundrecht, gegen das Grundgesetz und was auch immer. Also es gibt keine Handhabe zu sagen, sowas will jemand oder sowas wäre legal. Also es ist einfach, schon daran zu denken, ist einfach, müsste dazu führen, sie des Amtes zu entheben und auch alle Helfershelfer, die in den öffentlichen Diensten also sofort achtkantig rauszuschmeißen. Beamtenstatusgesetz brauchen wir sich bloß angucken. Also wenn jemand gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit vorgeht, dann gehört derjenige aus dem Amt entfernt. Das ist eine ganz klare Ansage. Da brauche ich nicht mal irgendwelches Reichsrecht zu nehmen. Da reicht das, was es an bundesdeutschem Recht gibt. So, und jetzt will sie Folgendes machen. Sie hat also jetzt Leute am Laufen, die den Leuten gelbe Scheine aufs Auge drücken. Die sollen also Land ablaufen, egal ob einer Reichsbürger sein will oder Mensch aus der Familie Schlochmischtot. Egal, Hauptsache die nennen den gelben Schein. Entweder direkt oder mit Versprechung oder mit irgendwelchen Apostillen. So, und wenn genug diesen gelben Schein gemacht haben und vielleicht auch eine rechtswirksam wieder ausgetragen haben, wollen sie sozusagen ein Medinat Weimar machen, also sozusagen wie ein Stadtstaat, wo die Regierung der Weimarer Republik sitzen soll. So, und das wollen die Zionisten sozusagen als ihre Hauptstadt, möglicherweise eine Mauer drum, was auch immer, und dort wollen die ihre Befehle geben und wir sollen dann nach deren Pfeife tanzen. So haben die sich das vorgestellt. Und das ist der Grund, weshalb Staatenlos Info und ähnliche Truppenteile jetzt überall mit einem gelben Schein draußen rumlaufen. So. Oder Freistaaten Sachen machen. Ein Freistaat ist ja auch nichts anderes als Weimarer Republik. Ja? Der Freistaat ist im Prinzip der fortgesetzte Putsch gegen Kaiser. Also bin ich in der Weimarer Republik. Egal was ich mache, wenn ich von dem Gesetz vom 27.10.1918 abweiche, komme ich automatisch in die Weimarer Republik. Ja? So. Und sobald ich das mache, habe ich einen Verfassungsnotstand und trete nicht in die Rechte und Pflichten des Kaiserreichs ein. Das kann sozusagen auch nicht ohne Schramm und ohne tiefes Leid aus dem Weimarer Vertrag aus. Ne? Also Quatsch, aus dem Versailler Vertrag aus. Weil die Weimarer Republik hat ja über den Max von Baden den Versailler Vertrag sozusagen akzeptiert. Aber sie war eben nicht die rechtmäßige Regierung. Ne? Die hat einfach jemand vorne rangestellt und der hat einen Friedensvertrag ausgezeichnet, obwohl er es nicht darf. Hat einen Versailler Vertrag unterschrieben, obwohl er es nicht darf. Und hat Zusatzprotokolle zur Hager Landkriegsordnung unterschrieben, obwohl er es nicht darf. So, und der Kaiser hat gesagt, das liegt auf meinem Tisch und ich entscheide das. So, ne? So, und dazu kommt noch, dass er dann so getan hat, es hätte der heißt Kaiser abgedankt, aber die Abdankungsurkunde selber, da gibt es mehrere und die sehen alle aus wie Originale, sind aber alle Fälschungen, weil die Unterschriften hier wirklich exakt so wiedergegeben ist, wie es damals war
Und teilweise hat eben auch der Kaiser mit Imperator Rex unterschrieben und nicht bloß als Wilhelm, ja, als Wilhelm aus der Familie Hohenzollern, ja, sondern eben als Kaiser, König und Kaiser. So. Und dieser Preußenschlag, der da passiert ist, also wo sie im Prinzip dem Kaiser das Kaiserreich weggenommen haben, also Königreich Preußen weggenommen haben, das ist ja auch unrechtens, ne? Weil, wie gesagt, da war ein bis zum letzten Zeitpunkt, 27.10.1918, im Amt und hat, mein Kenntnisstand, später auch noch mit Imperator Rex unterschrieben, also hat nicht wirklich seinen Posten freiwillig geräumt. Ja, und das müssen wir einfach nur wieder rückabwickeln, und die Rückabwicklung ist eben über Referendum, indem wir also einen neuen Verweser wählen, aber der muss direkt vom Volk nach den kaiserlichen Richtlinien gewählt werden. So, na, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man erklärt es den Leuten mit einem Flyer, indem man also dort entsprechende Infomaterial rumschickt, aber wir wissen ja, dass viele das einfach nicht verstehen oder nicht lesen wollen. Aber es ist vielleicht möglich, mit entsprechenden Formulierungskünsten das so zu schreiben, dass die Leute begreifen, dass es unter allen Möglichkeiten immer noch der beste wäre, weil in allen anderen Fällen landen wir in der Eurokrise oder in der Versklavung. Und nicht ohne Grund hat die Bundesregierung in afrikanischen Ländern für uns Reservate reserviert. Ja? Wenn die nämlich dann feststellen, dass nur alle, die hier in dem Land bleiben dürfen, mit Maschinenpistole wird es festgestellt, die einen gelben Schein haben und die der Frau Merkel jeden Früh die Füße küssen, ja, und alle anderen werden dann als Nichtdeutsche erklärt und haben dann das Land zu verlassen und ihr Haus da zu lassen und das Auto da zu lassen. Und das ist genau das, was sie diesen Migranten hier versprochen haben. Ne? Weil die syrische Armee hätte sie ordentlich verhauen. Also auch die kämpfenden Frauen da unten, die hätten die paar ISIS-Kämpfer hier platt gemacht. Und deswegen sind die hochgekommen. Und es sind keine Kriegsflüchtlinge, sondern es sind im Prinzip die, die von der regulären Armee aus dem Land gejagt werden. Das ist das, was jetzt hier aufschlägt. So, und das sind nicht die Notleidenden, die aus dem Krieg flüchten, sondern das sind eben die, die sie hätten sonst platt gemacht da unten. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Jo, gut. So, was haben wir noch an Fragen? Ich guck mal hier in den Chat rein. Naja, ihm ist nix. Die Biene, heiße ich mal herzlich willkommen. Ja, wen haben wir noch so? Ich roll mal den Chat hoch, wenn ich irgendwas verpasst habe. Ah, und. Ja, also das mit dem Staatswappen, das BMI hat jetzt einige verwirrende Grafiken rausgebracht. Also mit einem Schwarz-Weiß-Rot und einem Bundesstaatenwappen. Es kann nicht sein, was. Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet. Jetzt müssen wir mal. So, Entschuldigung. Also, Haufen Logos im Umlauf. Ich sag mal Logos dazu, was hat nichts mit Staatswappen zu tun, um die Leute sozusagen zu verwirren. Wie als hätten wir keine klare Meinung oder kein klares Wissen, was am 27.10. für Staatswappen gegolten hat. So, und erzählen sie uns, ja, wir müssen einen Freistaat, Bundesstaat Sachsen machen. Da sage ich mir, wie bekloppt ist das denn? Freistaat ist Weimarer Republik, Bundesstaat ist Kaiserreich. Beides zusammen funktioniert nicht. Feind und Feindstaat und Staat miteinander, das funktioniert nicht. Ne? Der Friedensvertrag besagt, dass das Kaiserreich zum Status des 27.10.1918 wiederhergestellt werden muss. Zu dem Zeitpunkt. Ich sage mal Besenrein dazu. So, da kann nichts übrig bleiben, was noch aus der Weimarer Republik oder aus der BRD noch rübergekommen ist. So, und da kann ich keine Freistaatenwappen gebrauchen, auch keine Bundesbräuler. Also ich soll Vollbild machen von der Videokamera. Ja, na gut, machen wir das, okay? Muss ich mal kurz hier in mein Ding gehen. Ja, Chat habt ihr ja selber. Also wenn jeder, kann jeder jeden lesen im Chat? Das kann ich leider nicht überprüfen.
Gut. Na, dann lassen wir das so, ne? Gut, wir müssen als probieren. Das ist, wie gesagt, die erste wirkliche Live-Sendung. Das letzte Mal, da habe ich zwar aufgezeichnet, aber da war auch nur ein Anrufer da. Der wollte nicht wirklich auf Sendung. Und heute haben wir es mal wirklich echt live gemacht. Und wir wollen es auch dann in Zukunft so machen, wie es für jeden am besten geht. Also ich sehe ja hier den Text. Entschuldigung. Ich kann mir auch noch einen zweiten Bildschirm herdauen, dass ich beide Chats sehe. Ja. Und dann kann ich ja dann direkt antworten. Ja, nächste Stammtisch wurde gefragt. Soweit ich weiß, bin ich wohl eingeladen erstmal nach Plauen, aber ich habe von denen noch nichts gehört. Es soll ja morgen nach Plauen gehen, aber derjenige, der mich mitnehmen wollte und das alles organisieren wollte, hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Und ich stehe ja auf gebackten Koffern, ich weiß auch nicht, was die inzwischen vorbereitet haben oder ob es stattfindet oder im Raum haben. Also das finde ich in der Organisation ein bisschen schwierig für mich. Ja, am 3. sollte ich auch noch irgendwo sein, aber wie gesagt, die haben sich alle noch nicht zurückgemeldet. Am 16. haben wir jetzt ausgemacht, dass ich dann nach Kamenz fahre und die Interessenten mitnehme, die von der Honischmann-Gruppe noch was hören wollten zu den Apostillierungen, die aus Weißrussland kommen. Ich persönlich, ich höre mir das an. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, weil wir müssten die Apostille aus einem Gebiet haben, was außerhalb der Bundesregierung liegt, also außerhalb des Einflussbereichs der Bundesregierung, aber innerhalb der Grenzen von 1914. Also wenn wir eine Meldestelle in Danzig machen würden und dort einen Verweser wählen, dann wäre die Sache sauber. Ne? Und die müssten dann sozusagen eine Art Bundesdruckerei machen und dort die Ausweise ausstellen und dort eben auf kaiserlichem Gebiet mit den Siegeln von Danzig die Rustag-Bescheinigung machen. Das wäre eigentlich die sauberste und schnellste Lösung. Aber dort hat der Russe Sorgen, das muss der Russe genehmigen. Aber das ist momentan der Plan B, wenn die Verweserwahl in Deutschland nicht funktionieren kann. Ja. Dann könnte man in Danzig einfach mal den kleinen Aufstand machen und dort einen Verweser wählen. Das würde auch sofort durchgreifen, weil das Gebiet ist abgetrennt und dann funktioniert das. Und wir sind ja jetzt so eingestellt, dass wir also dort in die Gegend unseren Sender verlegen könnten, über Nacht dann sein muss. Also ist alles in Cases. Ich kann es ja schon mal zeigen. Das ist solche Alu-Kisten hier. Ja, also das ganze Zeug ist in solchen riesen Kisten. Ja, so sehen die aus. Und das kann alles weggepackt werden und quasi über Nacht ins Ausland geschafft. Gar kein Problem. Also wir testen das jetzt, dass das geht mit der Verständlichkeit und so weiter. Und die reine Anbindung an Astra, man müsste jetzt im Prinzip nur an das Bildsignal, was wir hier rausgeben, hinten die Ablenkstation hin ranhängen und könnten dann dort das Bild machen. Königsberg, genau. Also wir bereiten es einfach vor und wenn der Russe sagt, ja mach mal, dann geht's los. Ne? Weil die müssten uns ja dann dort Pässe ausstellen, die in den Grenzen von 1914 sind. Also russischer Pass nützt uns ja dann nichts. Ja, da könnte man ja dann auch nicht mehr wählen. Das Rustag sagt ja, dass du innerhalb von den Grenzen von 1914 sein müsstest. Was auch funktioniert, ist Deutsch Südwest, weil dieser Waffenstillstand, der dort geschlossen hat, hat nicht dazu geführt, dass die Schutzgebietsabkommen aufgelöst wurden, sondern die sind weitergelaufen. Man hat dann nur bei den Gebieten sozusagen die Verwaltung abgegeben. Aber das Schutzgebietsabkommen von Deutsch-Südwest ist immer noch intakt. Naja, Königsberg ist im Nordosten von hier aus. Oder von allen aus. Das ist der nordöstlichste Punkt. Ja, gut. Ja, genau. Ja, das gehört alles noch zu den Grenzen von 1914. Und jetzt ist es wichtig festzustellen, dass die Grenzen vom 31.12.1937 für uns nicht relevant sind. Warum sind sie nicht relevant? Ja, weil die Haager Landkriegsordnung zunächst erstmal das kaiserliche Recht in Kraft setzt. Und der kaiserliche Staat hat in den Grenzen von 1914 existiert. So, und solange das so ist und auch nicht geändert werden kann, weil nur der Verweser könnte die Grenzen verrücken, gelten immer noch die Gesetze und die Einbürgerungsbestimmungen, die der Kaiser erlassen hat. Und ich habe
nicht den Eindruck, dass der Kaiser die letzten 100 Jahre irgendjemand eingebürgert hätte. Das heißt, wenn wir wählen wollen und könnten, müssten wir alle nur mit der Rechtsstellung wählen. Und die Rechtsstellung, da müssten wir formal die Erfordernisse des Rustag erfüllen und dann müsste die Wahlkommission, die per Referendum gegründet wurde, uns die richtigen Stempel dort reinhauen. Es müsste auch kein Ausweis der BAD sein, sondern da würde im Prinzip ein A4-Blatt reichen. Es müsste nur das richtige Siegel drauf. Ja, ultranordöstlich, genau. Ja, und im Prinzip müsste man dort in dem Gebiet einfach nur einen Verweser wählen und der könnte dann Amtshilfe leisten. Also wenn jemand dort einen Ausweis braucht, dann müsste der dann dort den Antrag stellen, dass er dort einen kriegt und dann könnte er seinen Reiseboss bei der Frau Merkel auf den Tisch hauen. Und er wäre dann raus. Jetzt ein Anrufer. Hallo? 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 Ja, jetzt geht's. So, was gibt's? Ja, der Frank. Ja, grüße. Am Sonntag holen wir dich ab. Da ist Milzen. Ah, jetzt hat sich doch jemand noch gemeldet. Ja, geht, okay. Was ist denn nun mit dem Blauen los? Am 2. sollte ja Blauen sein. Am 10., aber die haben sich noch nicht gemeldet. Da bin ich noch. Am 10. oder am 2.? Am 10. Am 10., gut, alles klar. Aber da habe ich noch keine Rückmeldung. Alles klar, du bist jetzt live auf Sendung, das weißt du, ne? Ja. Gut, okay. Ja, alles klar, gut, dann machen wir das. Dann rufst du mal morgen mich mal an, wie wir uns genau treffen. Das müssen wir jetzt nicht über den Sender lassen. Okay. Ja, ja, gut, alles klar. Also, welche Zeit ungefähr? Lose Zeit? Mit dem Abholen oder? Ja. Ja, das geht 18 Uhr los. Sonntag 18 Uhr. Gut, also müssten wir da, ich sag mal 16:30 wäre eine gute Zeit, ne? Ja, gut, ja. Alles klar. Dann meld dich nochmal mit mir und machen wir den Treffpunkt aus. Aber morgen anrufen, ne? Gut, okay. Gut. Hast du noch was? Eine Frage oder so? Dann. Gut, alles klar. Ich danke dir, dass du reingekommen bist, weil ich war bis jetzt unsicher, was nur wird. Ja. Alles klar, danke dir. Ja, tschüss. Gut, tschüss. Ja, ich muss das mal wieder husten. So, na dann. Also es geht ganz gut, das Ding. Jetzt müssen wir eigentlich auch einen Namen geben. R2-D2. Weil das, wenn du das hinlegst, klingt genauso. Möchtest du behaupten, dass denn vom Bremsen Geschützführer nicht stimmen? Jo. Ja, war gut, David. Was ist Geschichte? Was ist eine Geschichte? Ich kenne nur Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist einfach nur geschehen. Geschichte ist was Geschriebenes. Deswegen heißt er auch Geschichtenerzähler und nicht Vergangenheitserzähler. Ja, na gut. Ja, es ist alles Sachen, die mich absolut nicht annehmen. Der 130 greift ja im Prinzip nur bei Holocaust-Leugnung. Da sagt er aber nicht. Und. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo, Grüße. Bist auf Sendung? Ja, ich wollte eigentlich rufen, mal sprechen. Ja, dann ist er am Apparat. Aber ist jetzt gerade eine Live-Sendung. Na, dann mach mal. Ja, wenn ich sprechen kann, kein Thema. Ach, lass es durch, ja? Hallo? Ja, ich höre dich. Wir hören dich alle. Ja. Hier ist Thomas. Ich habe jetzt meinen Computer mal leise gestellt, damit es keine Rückkopplung gibt. Ja. Ich komme aus dem Raum Hildesheim. Hm? Das ist bei Hannover, das wollte ich nur sagen. Ja. Seid nicht alleine. Also es ist nicht alles Sachsen und nicht alles Sachsen-Anhalt, sondern auch andere denken so wie du. Das muss ich nur mal sagen. Ja, das Problem ist nur, sie müssen sich bewegen.
Und momentan bewegen sich eben viele in eine andere Richtung. Also kalte Aktivierung und Freistaaterei und so weiter oder Reichskanzlerei, das ist eben schwierig. Ne? Und viele haben noch nie gerissen, dass der Verweser den Kanzler bestimmt. Weil er, der Kanzler im Prinzip das ausführende Organ ist der Leitlinien. So. Und ich habe ja nichts dagegen, dass wir 10 Reichskanzler haben. Wir haben ja auch genug Bundesstaaten. Im Prinzip könnten wir 26 Reichskanzler gebrauchen und jeder macht dann einen Bundesstaat. Da würde alles super laufen. So, was wir nicht haben, ist, dass sich einer in den letzten 100 Jahren mal um die Leitlinien der Politik gekümmert hätte. Nämlich das, was unserem Volk wirklich gut tut. Also der Volkswille. Es hat bis jetzt noch keiner den Volkswillen festgestellt. Die Frau Merkel sagt ja immer, alle stehen hinter mir. Na, deswegen dreht ihr sich ja alle 5 Minuten um 360 Grad. So. Von Pispers, ne? Ja. Ja. Ich neige schon dazu, militant zu werden, aber das kann ich leider nicht und das will, glaube ich, auch gar keiner. Naja. Weil ich einfach rechtsstaatlich ablaufen und dann macht der Uwe, der geht schon den richtigen Weg. Naja, ich kann das ja auch nicht bestimmen. Ich kann einfach nur ins Gesetz gucken, was drin steht und was der Kaiser uns mal empfohlen hat. Denn Leitlinien sind ja Empfehlungen. Na, wenn du von der Leitlinie abweichst, ist es wie wenn du über die Leitplanke fährst. Wenn du Glück hast, geht's geradeaus. Wenn du Pech hast, knallst du 100 Meter runter. So, und der Weimarer Blick war der Fall, dass es 100 Meter abwärts ging. So, und naja, eben. So, ne? Die haben sich eben nicht an die Leitlinien der Politik gehalten und hatten dann ordentliche Wirtschaftskrisen. Also so schlimme, dass es ordentlichen Hunger gab. Ich sage, die haben sich nicht an die Leitlinien der Politik des Kaisers gehalten und hatten dann eine ordentliche Hungersnot. Ich habe nach deinem Namen gefragt, nach deinem Vornamen. Uwe. Uwe, achso, ja, Uwe. Ja, du hast vollkommen recht und nichts anderes. Und es ist schwierig, das durchzusetzen. Weil selbst wenn es anerkannt würde von vielen Leuten, dann ist ganz klipp und klar, das Establishment stinkt dagegen. Die schicken dir Polizei, Bundeswehr oder sonst was, die holen dich ab und du wirst verhaftet und erschossen. Nichts anderes. Das kennt man doch. Ja, ich passe ja immer sehr auf, was ich sage. Ne? Ich mache ja Radio. Radio ist Kunst, Kunst ist frei. Ich darf bloß nicht gewisse Reizwörter des Systems nutzen. Sagen wir mal, Holocaust wäre so ein Problem. Ja, weil oder ähnliche Dinge. Aber ich kann mir schon anhand der Gesetze, die gelten und an der Normen, die auch die Bundesrepublik aufgestellt hat, gewisse Gedanken machen. Dass die Gedanken zu einem anderen Ergebnis führen, als das, was die Bundesregierung für uns vorgesehen hat, mag ja sein. Aber ich gehe ja davon aus, dass die Bundesregierung sich nicht ans geltende Gesetz hält. Ans gültige Gesetz hält. Muss auch mal sagen, geltende und gültige. Ne? Gültige Gesetz ist das, was der Kaiser rausgehauen hat. Und das geltende Gesetz ist das, was gemacht wird. Also geltendes Recht ist geduldetes Recht. Also das ist nur deswegen geltend, weil wir es zulassen. Ne? Weil es gibt 99 Schlafschafe und einen Sort, ihr habt ja alle einen an der Waffe. Ja, es dauert aber auch ewig, weil meine ganze Familie... Selbst der Hund, der steht ein ganzer auf der Weide, hält sich den Kopf hin und sagt, sind die alle doof. So. Alle, die ich kenne. Also ich das ist keine Ausnahme. Naja, ja. Ja. Aber wir waren vor ein paar Jahren... haben wir auch noch nicht die Probleme gesehen. Ich kann von mir behaupten, dass ich immer im Widerstand war, seit ich über den Tellerrand gucken konnte. Aber ich habe vor 10 Jahren noch nicht die Probleme so gesehen, wie sie sich heute darstellen. Das war ein Prozess. Und das haben auch die Russen nicht gesehen. Und deswegen mache ich auch den Russen... Denn die müssen doch wissen, wo es lang gegangen ist. Die wissen doch die Wahrheit, was abgelaufen ist im Krieg und wie es uns dann erzählt wurde. Ist doch alles irre, ist doch das. Ja, aber die haben eben auch gesehen, wie ihre Frauen vergewaltigt wurden. Und ja, die haben auch gesehen, wie die Kommunisten den Hals und Höfe genommen haben. Freunde, so ist nicht abgelaufen, aber die waren wahrscheinlich so fertig. Die wollten nur ihre Ruhe haben, ihre Rente und Schnauze und fertig. Ja, damals waren ja auch die Gasthäuser voll. Das war ja so eine Zeit, wo man einfach nur vergessen wollte, Bier getrunken hat und ein bisschen, ja. Ja, aber damit sind die Probleme nicht gelöst. Ja.
aufhalten, ich wollte nur mal sagen, du nee. Das richtig. Halt ja. durch. Ja, mach ich schon. Weiter so. Ich da mit ein paar Euro unterstützen. Mal gucken. Ja. Also wir würden ja gerne über Astra senden, da werde ich natürlich hier nicht sitzen, sondern da werden wir ein ordentliches Studio haben, ja, weil da hätte ich schon gerne eine schöne, hübsche Moderatorin. Ich sitze dann hinten ja. an den Reglern, möchte da nicht Sprecher sein. Alles gut. Aber ich versuche das Technische hinzukriegen. Heute hatten wir ja ein bisschen Gestolper am Anfang, weil das mit dem Telefon nicht funktioniert, da haben wir ein bisschen Echo drauf gehabt, aber das wird schon alles. Denke ich auch. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. So. Na klar, gerne. Tschüss. Also, bis dann. Ja. Dann hört sich richtig. Tschüss. Jo, tschüss. So, kann der Nächste rein. Kling, kling. Jo. Mal sehen, ob der Domian auch noch reinkommt. So. Na gut, also wenn ihr irgendwelche Sorgen habt mit GEZ oder irgendwelchen komischen Behördenschreiben, dann einfach die Nummer wählen, die oben eingeblendet ist, und dann klingelt es hier und dann gucken wir mal, ob wir eine Lösung haben. Da muss ich irgendwie meinen Kopfhörer in den Müll hauen. Irgendwas knackt hier laufend. Ja. Gut, also was gibt's noch? Entschuldigung. Müssen wir hier leise machen. Ja. Ja, wieder da. Ich muss dann nächste Woche mal ein bisschen Bulmodin bestellen. Die Hälfte ist für mich und die Hälfte ist fürs Mischpult, weil da kratzen ein paar Regler. Ihr wisst ja, dass ja Bulmodin und Spiritus miteinander vermischt. Da kennt ihr alte Kofferradios und wo so kratzende Regler sind, alle wieder gängig machen. Und so einen Tropfen rein und ein bisschen drehen und dann funktioniert das. Und die Hälfte von der Mischung brauche ich dann noch. Weil Bulmodin ist das Einzige, was ich an Arznei nehme. Jo, gut. Also, das Knacken sind die Knochen. Genau, Handwerkskammer heute. Jo. Da bin ich raus. Ah ja, Telefon. Hallo? Hallo? Ja? Da habe ich die Christian aus Gera. Ich habe das vorhin nicht mitgekriegt, weil der irgendwas mit der Verbindung nicht geklappt hat. Ich wollte nur mal wissen, noch wann die R12 jetzt fertig draußen ist. Ja, also ich habe im kaiserrundfunk.com eine Vorabversion reingestellt. Und die soll einfach nur Korrektur gelesen werden bezüglich Rechtschreibfehler. Und dann könnte man die eigentlich hochladen. Also wenn ich heute noch ein bisschen Spannkraft habe, mache ich es heute noch. Ich habe ja nun kein festes Ende 21 Uhr vorgesehen, sondern es ist ja nur... Wenn nur 10 Leute da sind, dann hätte ich halt eher Schluss gemacht. Aber ich halte schon noch ein bisschen durch. 39 Zuschauer haben wir jetzt. Ist ja nicht schlecht. Ja, super Sache, ich habe lange drauf gewartet. Ja. Geht. Es habe ich mich auch. Alles klar? Ja, alles klar. Dann mach's gut. Danke, ciao. Tschüss. Nee, kann man ruhig machen. Also wir sind ja hier kein kommerzielles Radio in dem Sinne. Also ich habe festgestellt, Bulmodin und Spiritus auflösen, dass es flüssig ist, also so cremig. Und dann verdampft der Spiritus und dann bildet das Bulmodin im Prinzip so einen Gleitfilm, auf den der, also das Body besteht ja im Prinzip aus einer gehärteten Kohleschicht und einem Kohlestift. Und das kratzt dann nur deswegen, weil das eben, ja... ne, richtige Auflagerpunkte hat. Und wenn du Pulmodin nimmst, funktioniert das. Also es geht nicht um die Reinigung, sondern es geht darum, dass das, wie gesagt, so sauchend im Prinzip auf so einer glitschigen Bahn läuft. Dann hast du die Gewähr, dass es nicht kratzt. Einfach mal ausprobieren. Es gab früher auch rotes und blaues Kontaktspray. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es sehr korrosiv ist. Das rote war, glaube ich, das, was man nur für Wellenschaltern genommen hat, und das Blaue konnte man auch in den Regler tun. Aber ich nehme es nicht mehr. Ich nehme nur noch Pulmodin und Spiritus. Ja, hallo? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, du bist ja bei dem Kaiserradio im Studio gelandet, bist live. Ja, genau. Und warte ich mal, habe ich mal eine Frage. Ich hatte im... ein Videofilm von dir gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt war die 40A oder 40B, dass jemand, der noch einen DDR-Ausweis hat, dass der sich mit dem DDR-Ausweis
wirklich zurückversetzen kann bis 1918. Hm. Das ist keine Probleme geben. Jein. Also, ich erzähl mal die. Jein. Ich sag mal ja und nein. Also, was ist mit dem DDR los? Die DDR ist ein Staatsfragment gewesen. Und am 17.07.1990 haben sie versucht, das Staatsfragment zu löschen. Und, Entschuldigung, im Handelsrecht unter gleichem Namen eine Handelsfirma DDR und BRD anzumelden. So. Dieser DDR-Personalausweis hat weiter nichts gemacht als eine Rechtsstellung, dass man die Gesetze und Verordnungen der DDR-Verfassung und so weiter akzeptiert und sozusagen eben zum DDR-Bürger gemacht hat. Man hat also mit dem DDR-Personalausweis das Bürgerrecht bekommen. Keine Staatsangehörigkeit. Also in dem DDR... Also muss ich also das Bürgerrecht ist sozusagen wie, da hat ja immer, er ist immer gegangen, hat immer geheizt, ging da immer Gewohnheitsrecht. So, das ist Bürgerrecht. Also der ist schon ein halbes Jahr hier da, den lassen wir auch mitreden. So, das ist das Bürgerrecht. So, deswegen hieß es ja auch nicht DDR-Staatsangehöriger, sondern DDR-Bürger. So. So, was war aber los? Die DDR hat was Besonderes gemacht. Die hat keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 gemacht. So, hat also die Umwandlung der Bundesstaatenangehörigkeit verschlafen. Wenn man so will, der Röschenschlaf. So, in dem Moment, wo man das DDR-Staatskonstrukt gelöscht hat, hat man uns sozusagen, das musst du so vorstellen, wie als wenn du an der Feder ziehst und die Feder wegschneidest. Dann macht das Schnipp und dann schnappst du im Prinzip ins Kaiserreich zurück. Das Problem ist nur, die Bundesrepublik gibt uns nicht die Rechtsstellung in das kaiserliche Recht, weil dann würden sie sich selber uns ausschießen. Und das wissen die aber inzwischen, dass wir es rausgefunden haben, dass es so ist. Und ich war persönlich mal mit dabei in einem Meldeamt, da hat die gesagt, also die deutsche Staatsangehörigkeit würden sie sofort ohne weitere Nachweise kriegen, wenn sie auch einen abgelaufenen DDR-Personalausweis auf den Tisch legen. Da haben wir uns alle abgelaufen. Das spielt keine Rolle. Egal, ob abgelaufen oder nicht. Mhm. Weil die DDR ist halt handlungsunfähig. Es gibt also keinen Blockwart mehr. Ne? So, der dir das Ding verlängert. Das heißt aber nicht, dass die DDR aufgelöst ist. Die DDR ist ja im Prinzip ein Staatsfragment. Also ein Teil ist staatlich und ein Teil war besatzungsrechtlich. Das ist das Staatsfragment. So, also man hat im Prinzip... ein Bulldozer gehabt und oben hat der Parteikamerad drinnen gesessen, der das Ding gelenkt hat. So. Ein Teil ist staatlich und ein Teil war im Parteidiktatur. So. Trotzdem haben sie im Vergleich zur Bundesrepublik einen einigermaßen funktionierenden Rechtsstaat auf den Weg gebracht, mit der Ausnahme, du musstest immer ein bisschen in die rote Linie einzuordnen sein. So. Und das war ich ja von Anfang an nicht. Deswegen hatte ich von Anfang an eine Kollision mit dem System. Aber ich kann bezeugen, dass der DDR-Staatsanwalt und DDR-Richter zumindest gerechte Richter waren. Was man jetzt von diesen Richtern nicht behaupten kann. Weil die einfach nur Gewinnmaximierung waren. So, das ist der Unterschied. So, was ist jetzt los? Die DDR... Entschuldigung. Also, derjenige, der einen DDR-Personalausweis hat, kann den ja nicht mehr verlängern lassen. Also er ist im Prinzip ausgelaufen. Aus Sicht der Bundesrepublik ist er ungültig. Aus Sicht der DDR muss er einfach nur verlängert werden. Weil, wer soll es machen? Die Bundesrepublik wird die Arbeit nicht machen, dass wir die staatlichen Strukturen wiederherstellen. Sondern das ist eine Sache, die wir selber machen müssen und auch selber machen dürfen. Alles, was wir brauchen, ist rauszufinden, welches Siegel hat in meinem Gebiet, wo ich hier wohne oder gehe, Vorrang vor dem Bundesstaatenlogo. Zum Beispiel... Chemnitz hat ein Siegel, die Innenstadt und die Außenbezirke, die haben alle ein Siegel gehabt, was über dem kaiserlichen Siegel gestanden hat. Also das Chemnitzer Stadtsiegel hatte einen höheren rechtlichen Stand als das vom Bundesstaat. So, und bei manchen Gegenden, da war das nicht so klar, die hatten halt nur eher das kaiserliche genommen. So, das heißt, alles was man machen muss, ist rauszufinden, gibt es noch irgendwelche Nachweise von irgendwelchen alten Siegeln, dann musst du die auch mit anbieten, ansonsten bietest du nur das Siegel an, was vom Bundesstaat ist. Und dann lässt du in dem Siegelgebiet das Siegel und die Wahlordnung fürs Referendum wählen, für die Verweserwahl wählen, weil du brauchst ja für die Verweserwahl die kaiserliche Wahlordnung. So, und wenn sie das nicht machen... Ich weiß ja nur,
Ja? Sorry. Ich weiß ja nur, dass ich gehöre ja praktisch jetzt Sachsen-Coburg-Gotha an. Hm. Aber die Rechtstellung kriegt man weder von der DDR noch von der Bundesrepublik, sondern die müssen wir über Referendum an der Wahlkommission uns besorgen. Und da, die können wir selber gründen, weil das dürfen wir, weil der Kaiser hat im Notstandsrecht, ja, danke, also der Kaiser hat im Notstandsrecht verfügt, dass der Notstandsleiter dafür sorgen kann, dass die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt wird. Und wenn er das seine Arbeit ordentlich macht, wird dieser Notstandsleiter entlastet und das, was er gemacht hat, wird rückwirkend zum Gesetz. Das ist das, was das kaiserliche Notstandsrecht gemacht hat. Ja? So, und wir brauchen also keinen DDR-Personalausweis oder auch keinen DDR-Reisepass, sondern wir brauchen nur die Rechtstellung nach Rustag, dass wir im Sinne des Rustag Staatsangehörige des Bundesstaates sind. Na? So. Da dachte ich eben halt, dass der DDR-Ausweis vielleicht ein bisschen erleichtert, aber kann ich nur als Souvenir behalten. Auf jeden Fall aufheben, weil wenn der DDR-Ausweis in der Nacht vom 17. zum 18. 1990 gültig war dann sind die, die den besessen haben und seine Kinder automatisch die Rechtstellung vom Rustag. Ne? Weil ja, nee, das steht auch mit drin, meine Kinder. Ja, das spielt ja keine Rolle. Aber die Kinder, ja, aber die davon abgeleitet, also diejenigen, die in der entscheidenden Nacht in DDR und BRD gemeldet waren, deren Kinder können die Rechtsstellung nach Rustag kriegen, weil es eine notstandsrechtliche Anordnung geben muss. Das Land kann ja nun nicht 100 Jahre, sagen wir mal, aussterben, sondern die muss ja, das Volk muss ja weiterleben können und auch sich regenerieren können oder, wie sagt man, natürliche Reproduktion. So. Und das sind eben dieser Stand, der in dieser entscheidenden Nacht, wo also dieses Staatsfragment weggeschnitten wurde, der hätte eine Verfassungswahl stattfinden müssen. So, und die dort gemeldet waren, die haben das Recht, die Rechtsstellung nach Rustag zu kriegen. So, dass sie wählen dürfen. Jetzt habe ich noch mal kurz eine Frage. Weil ich hatte ja, die zwei Kinder sind in der DDR-Zeit geboren und das letzte hatte ich dann in der Bundesrepublik praktisch geboren. Ich bin ja nach wie vor noch in Thüringen. Wenn das geht, wenn das überhaupt gegangen ist. Nur da ist es für die Dritte ist es dann noch komplizierter, in Rustag das Kind reinzukriegen, als wie bei den zwei Großen. Also ich halte es nur für ein Problem, wenn das Kind in der Bundesbannmeile geboren wurde. Weil die Bundesrepublik besteht nur aus der Bundesbannmeile und aus dem freiwilligen Zugeständnis, die Bundesbannmeile ins eigene Portemonnaie zu verlängern. Mehr ist es nicht. Weil jede Firma hat halt nur ein Firmengelände und das Firmengelände endet bei der Bundesrepublik, bei der Bundesbannmeile. Nur der Passau macht eine Verlängerung. Ich weiß nicht, das dritte Kind ist in Gotha geboren. Nee, das Land kann niemand verändern. Die Grenzen, die kaiserlichen Grenzen von 1914 kann niemand verändern. Das, was die uns weiß gemacht haben, sind Grenzen, die nicht existieren. Das sind Vereinbarungen, aber die kaiserlichen Grenzen kann niemand verrücken, weil die Haager Landkriegsordnung erlaubt dem Besatzer nicht, Grenzen zu verrücken. Da kann den Leuten eine Presse mitgeben und dann irgendwelche Lügen erzählen, weil Kriegslisten sind immer erlaubt, aber die Grenzen kann niemand verrücken. Das geht nicht. Also völkerrechtlich geht das nicht. Also wenn der Irak angegriffen wird, ist dort vor dem Angriff und nach dem Angriff immer noch die gleichen Grenzen. Und in Deutschland ist es genauso. Na, so. Und ob das eine DDR gab oder eine BRD gab, spielt erstmal keine Rolle. Naja, das ist alles. Der Bundesstaat hat sich doch nicht geändert. Da ist nur unten drunter nicht handlungsfähig, dass er euch die Bundesstaatenangehörigkeit zuerkennt, wo ihr geboren seid. So, und diese Rechtsstellung, die macht die Wahlkommission. Weil das ist die einzige staatliche Stelle, die es da noch gibt. Ja, die Wahlkommission entsteht aus Notstandsrecht, weil Verfassungsnotstand muss geheilt werden. Es muss wieder eine Regierung des Staates entstehen. Und die entsteht eben durch die Wahl. Und deswegen ist die Wahlkommission die erste und unbedingt notwendige Instanz, die wir schaffen müssen. Reichskanzler kommt hinten dran. Die macht dann der Verweser, die du da dann einsetzen. Ja. Ne? Also da brauchen wir uns nicht heiß machen. Weiß ihn halt nicht, wie ich jetzt alleine, weil ich ein Alleinkämpfer bin. Einfach dann sich in der Wahlkommission vielleicht mit einbringen, vielleicht mal ein paar Dokumente gemeinsam angucken. Ja, könnte sein, könnte nicht sein, dort helfen oder wie auch immer. Vielleicht auch bloß mal ein paar Fettbäume schmieren für die Leute, die die eigentliche Arbeit machen. Das kann schon viel helfen. Mhm. Ja. Wir müssen das gemeinsam schultern. Ich so gesehen,
habe bei mir in der Umgebung, die sind alle blind, die denken alle, ich habe einen an der Klapse. Nee. Das ist, ich habe das schon normal schon versucht zu erklären, ich habe Beweisvideos vorgelegt und trotzdem, mir egal, so ungefähr, macht mir die Sinnflut. Ja. Ich suche verzweifelt, wo ich mich bei jemandem, mit dem ich mich dann zusammentun kann. Nee, es ist klar. Aber im Moment ist es aussichtslos, ich habe mich sogar schon mit meinem eigenen Partner schon. Ja, ne, es ist, ich verstehe das, das geht mir ähnlich, also meine Familie versteht auch nicht, warum ich nicht so reinhänge. Ja, aber das Problem ist, wenn dieses Geldsystem, an dem alle so hängen und das sie alle so toll finden, plötzlich nicht mehr da ist, dass also für die bunten Zettel nicht mehr ein Brötchen kriegst, dann werden die, die Schlafschafe zu den schlimmsten Schlechtern, ne, weil denen alles wegbricht. Ihr ganzes Weltsystem, ihre Zukunft ist dann plötzlich nicht mehr da, wenn sie kein Geld mehr haben. Ne? Die wissen dann nicht mehr, wie man sich ein Brötchen schmieren will, weil das Geld nicht mehr da. Da geht gar nichts mehr. Und dann müsst ihr die mal angucken, wie die dann durch die Kante laufen. Ja, und das ist das, und da ist es gut, wenn eine kleine Gruppe, wie wir auch sind, erstmal das Wissen haben, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus oder wie vermeiden wir die Situation. Ja? Die relaxed sind. Ich habe ja auch viel Leid hinter mir. Aber ich habe gesagt, ich kann entweder jammern oder ich kann irgendwas machen, was in die richtige Richtung geht. Auch wenn ich das alleine nicht alleine schaffe. Aber ich weiß, dass es noch andere Leute gibt, die auch so drauf sind, wie sind. Und wenn wir zusammen was bewegen können, dann sollten wir das machen. Weil wir haben nur noch ein Jahr Zeit. Ja, wie gesagt, bei mir hier, ich finde hier keinen. Ich versuche das seit letztes Jahr im August. Da ist bei mir erstmal der Groschen gefallen und das war auch für mich selber sehr hart. Da bin ich knapp an der Depri vorbei. Und wie gesagt, ich suche verzweifelt jemanden. Fragt gerade jemand, wo du herkommst im Chat. Es fragt gerade jemand im Chat, wo du herkommst, welcher Gegend. Also es gibt in Thüringen viele Leute, die... Kann ich ja offiziell sagen, ich stecke hier in Gotha. Da gibt's schon Kreise. Nicht weit weg ist der Honigmann. Honigmann.wordpress.com. Guckst du mal rein. Da gibt's eine große Stammtische, die alle auch so in deine Richtung denken. Ne? Geht, alles klar. Okay, dann schönen Abend noch. Und guck mal, ob ich hier was finde, ansonsten melde ich mich nochmal. Ja, einfach mal einen Honigmann anschreiben, da hat also im Impressum dort eine E-Mail-Adresse und die Biene kümmert sich dann schon, ne? Die vernetzt es dann schon. Okay. Prima, danke. Na ja, Biene liest mit, die ist im Chat bei YouTube. Alles klar, dann vernetzt dich und dann klappt das. Tschüss. Jo, ciao. Naja. Allein geht man ein. Ja, allein geht man ein. Ist so. Aber manchmal muss man gewisse Dinge auch alleine zu Wege kriegen. Also wir wollen mal versuchen, wir haben ja diese Seite kaiserrundfunk.com. Dort wird man alle Stammtische listen. Aber wir können es natürlich nur machen, wenn wir einen Ansprechpartner und eine E-Mail-Adresse haben. So, das heißt, wenn also hier jemand mitliest, einfach mich mal anschreiben über das Impressum vom kaiserrundfunk.com. Ja, ich habe einen Stammtisch sowieso, wir sind ungefähr so und so viele Leute und wir treffen uns, was weiß ich, mittwochs oder wir treffen uns unregelmäßig, aber wir haben eine E-Mail-Adresse und wir informieren dann. Dann würden wir die interessierten Leute dann dort zu den Stammtischen schicken. Das ist wahrscheinlich das Beste. In Sachsen ist es Sachsenvision, in Dresden, in Leipzig gibt es einen Stammtisch, einen großen, Gera, Kamenz, und in Erfurt geht es jetzt auch los. Also wird wahrscheinlich dann in den nächsten 14 Tagen nochmal eine große Zusammenkunft sein, in der Nähe Pesneck. Dort, also da tut sich was. Abmeldung, Neuanmeldung in Germany. Ach ja, ja. Gerade eine Frage gekommen, Christian Anstatt. Ja, also der Außenminister, ich glaube, der Genscher war es, der hat die Bundesrepublik in dem Sinne abgemeldet und Germany bei der UNO wieder angemeldet, als Nichtregierungsorganisation. Es gibt wohl bei Google Links, aber ich selber habe es noch nicht gefunden. Man kann aber mal rumfragen, ob jemand da was hat. Aber
Eigentlich ist es schon klar, dass es nicht Regierungsorganisation ist, da brauchst du bloß die Staatswappen in Anführungsstrichen angucken. Also die Bundesflagge, ne? Die ist Weimarer Republik und der Adler ist ein Gewerbelogo. Also brauchen wir nicht lange forschen. Im Prinzip haben die auch dort nicht zu sitzen. Ja, im Prinzip ist ja die UN, sind ja nur Nichtregierungsorganisationen. Es gibt ja in der UN keine Staaten. Weil nicht ein schon Mitgliedsstaat ist souverän, der da drin ist. Die Souveränen, die brauchen die UN nicht. Ich denke auch nicht, dass der Kaiser da Mitglied geworden wäre. In seinen eigenen Feindstaatenorganisationen. Ja, ganz auch schlimm. Ja, entscheidend ist nur der Bundesstaat. Staatsangehörigkeit. Also die Staatsangehörigkeit kommt an den Bundesstaat. Du musst gucken, zu welchem Bundesstaat gehört deine Provinz. Waren die eigenständig? Die stehen nur alle im Rostock drin. Musst du gucken, ob da irgendwo da drin steht. Es gibt ja auch eine preußische Provinz Sachsen oder sächsische Provinz Preußen. Ne, preußische Provinz Sachsen gibt es auch noch hier in der Nähe. Das sind also solche Provinzen. Es gibt auch ein Gebiet, das liegt mitten in der Schweiz, ist auch noch zur Bundesrepublik, ist aber ringsrum von der Schweiz eingeschlossen. Eine Enklave. Das weiß kaum einer. Und die hatten natürlich nach dem Pakt dann ganz große Probleme, mit ihrem Geld auszukommen. Durch einen schlechten Umtauschkurs. Also ich hätte dort einen Verwässer gewählt und hätte das einfach mal zur Schweiz geschafft, das Gebiet. Ja. So, was haben wir noch? Frage im Chat. Ah, dir läuft alles über. 16.000 DSL. Ja. Na, ich habe 100 Megabit Kabel. Schneller geht nicht hier. Westfalen ist Preußen. Kreisfreie Städte können eigene Verweser haben. Egal wie. Es gibt aber nicht allzu viel kreisfrei. Also Kreisfreiheit vor 1913 muss bestanden haben. Sonst funktioniert es nicht. Die späteren Kreisreformen. Also Kreisreformen nach dem 27.10.1918 sind alle bedeutungslos. Das hat das feinstaatlich. wir haben vor uns die Bitrate runtergestellt, weil die Frage jetzt im Chat kam, auf 854 Pixel, scheint für alle am besten zu sein. Also die kleine DSL haben, die kommen wahrscheinlich mit den großen Bildern nicht zurecht. Ja, deutscheschutzgebiete.de, da kann man auch nachlesen. Also ich denke auch, wir sollten uns auf einen Chat konzentrieren und wir werden wohl den anderen Chat nur laufen lassen, wenn gerade kein Video läuft, weil es ist schon für alle schwer zu verfolgen. Wir müssen ja bitte zwei Fenster aufhaben. Allerdings, Nachteil ist natürlich, hat nicht jeder YouTube und manche sind eben dann nicht im Chat, wären nicht so gut. Ja, vielleicht fällt uns da irgendwas ein, eine Bridge einzubauen und mal sehen, ob wir irgendwas basteln können. Bürgerstimme sagt mir nichts. Ja, also bei denen, die eine schnelle Leitung haben, wackelt das Video nicht. Also es liegt dann irgendwie an deinem Netzknoten. Das ist so ein typischer Fall hier, wenn Fußball ist, dann ist hier in Leipzig der Hauptnetzknoten so überlastet, dass hier kaum noch Standbilder ankommen. Da sind die Netzknoten zu. Da kann man leider nichts machen. Ne? Deswegen wollen wir ja auf Astra, damit wir ja diese Bandbreitenprobleme nicht mehr haben. Da haben wir 54 Megabit für alle. Ja, ich denke auch. Also wir sollten es mit dem YouTube-Chat versuchen. Ich werde dann in den Chat das reinschreiben, dass im YouTube der Chat ist, wenn wir hier Video machen. Scheint besser zu sein, weil wir sehen es ja dann auch. Ich kann es an einem Bildschirm verfolgen, das ist schon ein Vorteil. Aber für die Notfälle würde ich einen zweiten Monitor machen, hier hinten neben der Uhr, und würde dort den zweiten Chat drauflegen. Aber da müsste ich jetzt alles umbauen, das mache ich dann das nächste Mal. Und den Monitor und den Beamer zusammen auf einen Kanal, das müsste gehen. Das heißt, so einen HDMI-Splitter versorgen und dann sind wir... Das ist der Order los.
So. Und weil es so schön war, zum Glück ist Jona gar nicht in Dresden. Naja, aber die Dresdner, die bauen ja viel. Die waren die meiste Zeit hier bei den Baumaßnahmen mit dabei. Ich trinke auch ab und zu mal Bier, ja, aber nicht jetzt. Ich habe hier nur Tee. Rooibos. Ja, ich denke auch, die Politik der kleinen Nadelstiche ist da interessant. Also, dass man, was sagen wir mal, an der Kasse kriegt man zum Beispiel jetzt zu Ostern gratuliert. Das ist ja wie Ostern, gibt es ja gar nicht mehr. Ist doch nur eine Kalenderverschiebung. Da die Leute, wie jetzt? Oder zu Weihnachten, ne? Dann sagen, ja, das Christkind. Ja, nee, Jesus ist nicht zu Weihnachten geboren. Oder so, dann kann man also doch mal impfen. Das steht schon in der Bibel, also das gehört nur jetzt bald zur Allgemeinbildung. Da hat man ja vor 5 Jahren das noch nicht gewusst, aber das ist nur jetzt rum eigentlich. So, Dresden, Tal der Ahnungslosen, ja. Das lag einfach daran, dass Dresdner Talsenke liegt und die haben sozusagen vom Ochsenkopf nichts gekriegt. Und deswegen hatte jeder das Bestreben, sich einen Garten zu beschaffen an der Peripherie von Dresden. Und dort konnte er ordentliches Fernsehen gucken. Also ordentliches Fernsehen zu DDR-Zeiten. Jo, aber es gab wohl einen finnischen Mann, der hatte auf der Kante oben irgendwie ein Anwesen und hat dann einen Umsetzer gebaut. Aber das ging nicht lange, dann hatte Stasi dann das Ding weggekloppt. Aber es muss wohl gegangen sein. Bei uns ging es so, dass wir auf dem Balkon mit einer Schweizer Antenne, also mit so einer HB9CV-Antenne, also zu Strecken, in der Mitte eine Holzlatte und dann über Kreuz so die Drähte, konnte man Ochsenkopf empfangen. Und im Härtefall hätte man es auch hinter der Tapete mit Spulenwickeldraht machen können. Auch das hat funktioniert. Also, ja, wirst du dann sehen. Ja, möglichst ohne Grieß. Wir hatten da sogar starke Störung aus Cottbus. In Cottbus gab es noch einen Umsetzer, der hat dann hier rückwärts auf die Antenne gestrahlt. Und da hat es dann Experten gegeben, die haben diese Fußabstreicher, die es zur DDR gab, hinten an den Reflektor genagelt. Und das hat dazu geführt, dass der rückwärtige Strom den Westempfang nicht mehr gestört hat. Ja, kannst du geben, kannst du ein Telefon. Aber bitte in der Nähe erzählen, dort während der Sendung, ne? Dann machen wir dann. Ich habe die andere Telefon ausgemacht. Ja. Naja, dieses Hartz IV und GZ. Also, man kriegt ja immer die Bescheinigung hier mit, ne? Wer Hartz IV ist. Das Problem ist, du hast trotzdem dann einen Vertrag mit dem. Und wir müssen das Ding wegschaffen. Argumentation zu GEZ, der Kaiser hat es nicht bestellt und es kann auch keine Steuern sein, weil die Steuergesetzgebung dafür das nicht hergibt. Ja. Die GEZ ist einfach nur ein von USA oft diktiertes zionistisches Machwerk, nichts anderes. Hat keine rechtliche Grundlage. Ein Staatsvertrag kann es mit der GEZ nicht geben, weil der Staat der Kaiser ist. Also man müsste erst einen Verweser wählen und der Verweser müsste sagen, wenn er also volltrunken ist, ja, GEZ, machen wir so. So, da das aber nicht passiert ist, ist GEZ nicht passiert. Wenn der Einigungsvertrag vom Innenminister Klaus Kinkel gelöscht worden ist, hat es auch nie eine Wiedervereinigung gegeben. Dass irgendeiner in dem Land da eine Vollmarke hat und einen Staatsvertrag aufgesetzt hat, obwohl er das nicht darf, kennen wir ja nicht dafür. Ne? Er ist kein Vertreter des Staates. Ganz einfache Nummer. Ja, Staatsverträge kann nur von Weser machen. Ich habe auch keinen Vertrag. Aber man muss einem dann wenigstens sauber gekündigt haben. Deswegen ist einem die A11 wichtig, dass man die also dann hinschickt und dann können sie sich ihr Hetzfernsehen gerne selber finanzieren. Also ich bin da nicht beteiligt. Ja, da schicken wir doch mal die bei kaiserrundfunk.com die Ablichtung von der HLKU, die der Gauck rausgelassen hat. Dann hilft manchmal.
Einfach runterladen und dann hinschicken. Sagen, ja, Holger Ögild. Rechtsstand vom 27.10.1918 zu gewähren. Und ich würde mich wundern, dass es da schon eine GZ gegeben hat. Also die sollen ja erstmal einen Nachweis bringen, dass am 27.10.1918 die GZ schon bestanden hat und der Kaiser das bestellt hat. Das glaube ich nicht. Ganz einfach. Ansonsten gilt die Haager Landkriegsordnung und die sagt, es gilt das Gesetz, was der Kaiser, was der Staat noch als Landesrecht eingesetzt hat. Landesrecht ist nicht das Freistaatenrecht gemeint. Ja, müsst ihr mal leise machen. Genau, GZ ist Handelsrecht. So ist es. Und kein Vertrag zu Lasten Dritter steht im BGB. Außerdem bin ich ja auch nicht Staatsangehörigkeit vom Freistaat. Habe ich auch nicht. Also wenn der Freistaat... Also ist ungefähr so, als würde die GEZ ein anderer Staat bestellt haben. Beispielsweise Iran hätte eine GEZ, die müsste ich auch nicht bezahlen. Weil ich gehöre dann nicht dazu. Ja, bei der Staatsanwaltschaft, dann fragt man den Staatsanwalt, ich hätte gerne mal ein Staatsexamen gesehen, was sie in einem souveränen Staat abgelegt haben. Ja, an welcher kaiserlichen Universität hat er denn sein Staatsexamen gemacht? Was die haben, ist eine zweite Rechtsprüfung. In ihren eigenen Unterlagen steht nichts zum Staatsexamen. Eine Rechtsprüfung kann ich auch bei der Abfallwirtschaft machen. Da habe ich Abfallsrecht. Da habe ich bestimmt auch eine zweite Prüfung. Aber den nützt er nicht. Ja, also wir gucken ja erstmal im Chat und machen erstmal die Fragen aus dem Chat. Wenn kein Anrufe da sind, gucke ich auf den Chat. Genau. Also ich erkläre es immer so. Stellt euch vor, ihr habt einen Kleingarten. Ja? Dann geht ein Gartenweg durch und da laufen auch andere Leute durch, die keinen Garten haben. Ja? So. Der einen Garten hat, da müsst ihr Hecke schneiden. Das steht so im Vertrag drinnen. Ja? Aber das, was die GEZ macht, ist, dass einer, der durchläuft durch den Garten, die Hecke schneiden muss. Und das geht nicht. Nur derjenige, der dort gepachtet hat, einen Vertrag hat, der muss die Hecke schneiden. Einer, der bloß durchläuft, der muss die Hecke nicht schneiden. So, und das muss man den Leuten einfach klar machen. Wer unbedingt zionistisches Fernsehen will, kann ja vom zionistischen deutschen Fernsehen, ZDF, gerne einen Vertrag machen. Dann kriegt er seine zionistische Rotlicht- oder Braunlichtbestrahlung, wie er gerne will. Ja, auch Neo und so weiter ist, hat ja schon einen Spitznamen Hitler TV. Ja. Ob das Geschichte ist, weiß ich nicht. Ich glaube da nicht. Ist immer noch Propagandageschichte. Naja. Ja. So, also, wenn mal einer eine Heckenschere in der Hand trägt, sagt, du gehörst nicht dazu, du bist ja nur, läufst nur durch. Ja. Ja, die Entschuldigung. Also kleiner Tipp auch hier. Wenn ihr hier Taschentuchbox kauft, ne, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft die Dinger als Taschentücher
und als Kosmetik-T-Shirt. Das ist im Prinzip das gleiche drin, aber die sind, die kosten bloß die Hälfte. Ja, müsst ihr bloß mal eine Regalreihe weiterlaufen. Bloß ein kleiner Hinweis. Das sind übrigens herrlich weiche Taschentücher. Und einfach nur ein Tipp, kann man mit der Laufe der Zeit ordentlich Geld sparen. So. Geht oben. Ich nutze es sehr gerne, um ihr elektronische Geräte sauber zu machen. Bloß mal so als Tipp. Ja, aber aufpassen mit Spiritus. Spiritus hat Rückstände. Ja, eine Beratung. Wir antworten auf Fragen, die Leute nach den diversen Behördenkriegen haben. Das ist das, was hier läuft. Ja, also wenn irgendwie du mit einer Behörde kollidiert bist, dann kannst du hier gerne Fragen stellen. Ja, da mit den Provinzen kenne ich mich leider nicht ganz so aus. Entscheidend sind einfach nur, zu welchem Bundesstaat gehörte was. Alles andere ist eigentlich nicht wichtig. Und die sind im Rustag gelistet, in dem originalen Text. Ne? Also nicht im Stack gucken, das hat keinen Sinn. Ja, das Stack ist ja im Prinzip so entstanden. Habe ich ja schon öfters mal erzählt, ich mache nochmal. Also müsst ihr euch so vorstellen, die Frau Merkel hat eine Zeitmaschine im Bundeskanzleramt. Und da ist sie rein in die Zeitmaschine, dann hat die Zeit zurückgedreht, als der Kaiser auf dem Schiff hier das Rustag gemacht hat. Und dann hat er dem Kaiser auf die Schulter geklappt. Ich habe ja das Stack, kannst du mal unterschreiben und ausfertigen, weil wir müssen hier in der Bundesrepublik wählen, wir sind kein Staat. So, dann ist die Zeitmaschine wieder zurückgedreht, hat das Gesetz im Bundeskanzleramt ausgefertigt, hat gesagt, hier, das ist Staatsangehörigkeitsgesetz. So ist das Stack entstanden. Ja, sonst kommt man nämlich nicht zu dem Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Sonst funktioniert das nicht. Ja, und der Bundeswahlleiter meint, das passt schon. Na gut, wenn Sie der Meinung sind. Das Stack, was 2014 zur Wahl benutzt worden ist, war im Bundesgesetzblatt gar nicht veröffentlicht worden. Das ist nämlich das vom 13.08.2013. Bloß mal so am Rande. Also die ESM-Unterzeichnung dürfte damit Schrott sein. Weil ich kann nicht mit dem Gesetz gewählt haben, was nicht veröffentlicht wurde. ja, Video. Die Woche nicht mehr. Weil der Terminplan ist voll. Also das... wir haben ja hier noch einen Haufen Baustellen. Wir müssen den Trockenbau noch fertig machen. 50 Zuschauer, warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe lange gar nicht geguckt, wie viel jetzt. Seht ihr, wie viel? Ah ja, doch, unten sieht man es. 49. Naja, es ist mehr wie manches Webradio hat. Die nächste Sendung habe ich hier reingeschrieben in den Videokommentar vom Stream. Vorgesehen war wohl der 12. Ne? Weil ich bin jetzt immer ein paar Tage nicht da. Und vom Montag bis zum Freitag nächste Woche bin ich möglicherweise auch unterwegs. Wollen eine Wahlvorbereitung machen und... da könnte es sein, dass ich mal bei Offline-Videos mache, aber nicht keine langen Sachen, weil ich bin dann hier im Studio. Naja, morgen ist Sonnabend. Bis schnell, also. Entschuldigung. Also, wenn Bürgerstammtisch ist, nicht. Also, ich kündige die Sendung immer auf Facebook an. Ne? Ich habe es ja heute schon gemacht. Also, wer hier abonniert hat, bekommt ja die sowieso dann eine Meldung geschickt, dass wieder was live ist. Und alle anderen sollten einfach mal Facebook hier die Seite abonnieren von mir. Und dort stelle ich es eigentlich rein, wenigstens einen Tag vorneweg.
Und ansonsten gucken, in der Videobeschreibung unten drunter stehen die Sendetermine. Also unter dem Livestream gibt es eine Videoerklärung, da ist drin. Soweit ich weiß, ich guck mal. Ja, also hier im Livestream, 2.3. wird wahrscheinlich aufgezeichnet von den Stammtischen. 12. das ist ein Freitag, wird wahrscheinlich wieder live sein, der 12.4. Und Sonnabend 16, 17 Aufzeichnung, müssen wir mal sehen, ob das gewollt ist. Da hat ja auch Honigspiene was zu sagen. Da am Dienstag, 19.04. wäre dann wieder Live-Sendung. Ja, wir haben auch bei VK einen Account, aber ich kann nicht alles machen. Ich tue das ab und zu ein bisschen aktualisieren, aber ich muss mir da auch immer wieder sagen, dass ich die Sendung jetzt nicht bei VK angekündigt hätte. Hätte ich aber vielleicht machen sollen. Ja. Also tue das einfach. Ja, ich habe bei VK einen Account. Ja, das muss nicht sein. Ja, also nochmal, wir haben das mit den Markstücken gemacht, einfach damit es besser zu organisieren geht. Weil man muss sich vorstellen, wenn du jetzt eine große Schale von Geld hast, lauter kleine Cent, lass es mal 30 Euro sein in Kleingeld. Du hast trotzdem eine ganze Menge Zeit, die du brauchst, damit du das sortieren kannst. Wenn das einzelne Euros sind, kannst du die einfach wiegen. Ja, weil jeder Euro wiegt 7,5 Gramm. Und 100 Stück, da hast du eben dann deine 750 Gramm. Ja, mehr ist es nicht. Und da weißt du anhand des Gewichtes, weißt du auch das Leergewicht von deiner Schüssel sofort, wie viel da in dem Topf ist. So, und das vereinfacht die Sache. Und wir wollen einfach nur dann die Euros in Scheine wechseln und mit den Scheinen dann die Technik kaufen. Also wir haben jetzt heute den Stream-Server bestellt, also wo ihr jetzt gerade guckt drüber, das kostet ja auch alles Geld. Und ja, das Manicam, was man auch braucht, damit man die Bilder zusammenschieben kann. Und die Technik hier, das ist alles so von den Spenden jetzt zusammengeschafft. Was wir jetzt als nächstes noch machen würden, wäre die Videotext-Geschichte, weil wir die Kassette dann irgendwann mal brauchen. Wir haben ja jetzt nur eine Demo-Software, wo man rumspielen kann, aber die eigentlichen Videotext-Seiten anlegen, braucht man dann schon einmal 100, genau, sind 75 Gramm. Nee, 7,5 Gramm wiegt einer. Also 10 Stück sind 75 Gramm. 25 Stück wiegen 188 Gramm. Also ich zeig's euch mal. Moment. So, also, was mache ich, wenn man was sammelt, ne? Ich halte es mal in die Kamera. Hier gibt es solche Röhrchen. Gibt es bei Edeka. Und die Dinger, wenn man die aufmacht, da passen genau 50 Euro Münzen rein. Und wenn du den Deckel zumachst und schüttelst und es klappert, ne? Dann sind genauso die richtige Anzahl drin. Auch wenn der Stopfen ohne Gewalt reingeht. So, das ist genau das richtige Maß. Es geht auch nur die, weil manche gibt es auch länger, die sind ein bisschen länger oder der Stopfen ist dann anders. Also das ist genau das, wo du 50 Euro Münzen hier unterkriegst. So. Und wenn du das Ding hier drauf stellst, sind es genau 390 Gramm. Exakt. So. Das Ding selber wiegt ungefähr 15, also die Leerhülse. So, wenn du da dir zwei solche Dinger herdust, kannst du im Prinzip deine Kasse relativ komfortabel verwalten. Brauchst du im Prinzip bloß die Dinger füllen und wenn das voll ist, kannst du hier 2,25 Euro Rollen draus erzeugen. Ja? Und die Blätter gibt es ja hier bei der Sparkasse, kannst du die einfach dir geben lassen. Da geben sie dir so einen Backen hin und da kann man eine ganze Menge rollen.
So, und das andere Kleingeld, ja, wir müssen es dann auch einzeln wechseln. Also wenn Leute im Prinzip mit den Geploche kommen, dann tun wir das bei der Sparkasse dann in den Geldzähler rein. Dann wird es dort umgewechselt in den Schein und dann ja, wird damit in die Kasse getan. Also so machen wir das. Also wir nutzen diese Dinger, um die Euro-Münzen zwischenzulagern. So, und da gibt es ja viele Gewerbetreibende, die Gastwirtschaft haben. Die sind immer froh, wenn sie von uns hier die abgezählten Münzen kriegen. Die nehmen sie uns dann auch und geben uns dann einen kleinen Fuffi. So, das haben wir es los. Ne? Weil manche haben einen Wechselgeldhudelei. Ihr wisst ja, dass ja neuerdings hier für das Einreichen und auch für das Ausgeben von Geldrollen die Sparkasse richtig Geld haben will. Also das ist unser Beitrag. Ja, das hat durch Zufall. Da kam jetzt hier nochmal einer mit so einer Rolle an und hatte da das Geld da drinnen. Und also die Idee ist nicht von mir. Aber ich finde es einfach nur genial. Das Röllchen, das was hier drinnen ist, würde ich nicht einnehmen. Magnesium, Vitamine, E plus C im B-Komplex. Also das haue ich weg. Ja, das muss ich nicht haben. Weil du musst ja überlegen, der Körper kann ja solche Sachen nicht aufschließen, was nicht natürlich entstanden ist. Also das ganze künstliche Zeug, das ist alles energielos. Es sind zwar chemisch das Gleiche, aber die Bindungswinkel sind so, dass da keine Energie entsteht, wenn der Körper das zerlegt. Ja? Also Vitamintabletten und den ganzen Mist kannst du in der Regel schenken. Müsst du halt Obst und Gemüse, gesunde Sachen, dann ist da auch Energie drin. Also der Körper zieht die Energie dadurch raus, dass er beim Molekül zerlegen noch eine Spannungszustände in den Molekülen hat. Wenn das aber nur zusammengepapst ist oder in der Mikrowelle einfach energielos geschüttelt, dann ist da nicht genug Energie drin beim Stoffwechsel. Da braucht der Körper Energie, um den Stoffwechsel zu bewältigen und muss dann sagen, los, stopp, Chance, es war wieder nichts Gescheites dabei. So, und dann wunderst du dich, wenn du niedergeschlagen bist. Dass ich mal krank bin, ist eine Seltenheit. Dass ich mir hier die Erkältung reingezogen habe, ist einfach nur durch Unterkühlung passiert, nicht durch eine Grippe. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Hat noch jemand eine dringende Frage, dann würde ich die noch beantworten. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Er rendert noch, das ist noch nicht da, das Video. Ja, in der Videobeschreibung steht das dann drin, wann die nächsten Sendetermine sind. Soweit ich weiß, noch der 12. Gut, wenn da nichts weiter kommt jetzt, würde ich dann den Stream zumachen und bedanke mich für eure Mitarbeit und eure Aufmerksamkeit im Chat. Und bitte vernetzt euch, tauscht euch die Adressen aus, dass ihr euch Stammtische bilden könnt und euch treffen könnt, euch helfen könnt. Aber ich kann es nicht für alle leisten. Ich kann immer nur Infos geben und mit den Infos, die müsst ihr auch prüfen und damit arbeiten und dann können wir alle miteinander gut zusammenwirken und uns gegenseitig helfen. Das ist eigentlich das beste Vorgehen hier. Ne? Naja, was ist denn Mikrowelle? Ne? Mikrowelle ist ja weiter nichts, als dass du im Prinzip durch elektromagnetische Wellen deine Moleküle, die ja auch Ladung sind, also das Wasseratom hast ja oben Sauerstoff und zweimal Wasserstoff. Ne? So, und an der Seite, wo der Wasserstoff ist, hast du natürlich eine andere Ladung als irgendwo der Sauerstoff ist. Also ist das Ding im Prinzip, umgibt es ein statisches Feld. So, und wenn jetzt die Mikrowelle kommt, dann fängt das an, wird dann geschüttelt. So, und der Winkel, in dem die zwei Atome zueinander stehen, da ist eben in einem großen Molekül beachtet, in einer natürlichen Vorkommensweise des Wassers, anders als in dem Wasser, was in der Mikrowelle ist. So, ne? So. Und wenn wir das Wasser zu uns nehmen, was in der Mikrowelle ist, dann ist die Energie raus. Das ist das Problem. So. Also du hast zwar Wasser getrunken, das Wasser in der Mikrowelle löst vielleicht auch irgendwelche Verschmutzungen, aber es ist keine Energie mehr drin, mit dem der Körper was anfangen kann. Und es gab wohl eine Versuche, dass sie mit mikrogewellten Wasserkatzen gefüttert haben und die sind dann alle jämmerlich gestorben, weil die haben keine Bluthirnschranke und können gewisse Umweltgifte nicht rausnehmen. So, und ich gehe mal davon aus, dass
in dem totgeschüttelten Wasser die Mineralien auch ihre Struktur verändert haben und sich in den Bindungswinkel geändert haben. Und wenn irgendwelche Mineralien den Bindungswinkel ändern, kann das giftig sein. Ne? Obwohl das chemisch die gleiche Struktur hat, aber wenn die Moleküle anders stehen, also guck doch mal bei Google Kontergan, stereochemische Effekte. Also das heißt, das Molekül ist chemisch das gleiche, hat aber andere Bindungswinkel. Das eine ist ein Schmerzmittel, das andere ist eben diese geburtsschädigende Substanz. Ne? Genau, also Mikrowelle möglichst meiden. Also ich habe einen Umluftofen, guckt einfach mal regelmäßig hier bei den Billiganbietern, da gibt es für 40 Euro Umluftgrills. Das sind 1000 Watt die Dinger, kleiner Garraum drin mit Umluft. Da kann man Brodeln aufbacken, das ist gesund. Ja, wird das auch nicht übermäßig erhitzt und schön gleichmäßig. Und dann, wie gesagt, das Beste ist Rohkost. Also, soweit wie es geht, alles nicht kochen. Weil das ist das, was der Körper nicht so richtig verdauen kann. Also, es ist eine falsche Lehre, dass immer alles gekocht sein muss und warm sein muss. Der gesunde Essen ist kalt. Ja. Also die widerstandsfähigen Langstreckenläufer sind in der Regel Rohkostler. Und damit ist aber nicht nur Gemüse gemeint, sondern alles auch roh. Also rohe Eier oder rohes Fleisch, wenn sie dann Fleisch essen überhaupt. Gut, alles klar. Dann werde ich den Stream mal schließen. Dann tschüss, ne? Und bis zum nächsten Mal.